von Homeless zu Chris Brown. Einer meiner Lieblingskommentare unter dem letzten Video, als wir in Tokio beim wahrscheinlich besten Friseur oder bei der besten Friseurin Tokios waren. Und hiermit guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen bei einem weiteren Video aus der wunderschönen Stadt Köln. Wir werden heute ein Friseurvideo zusammen drehen. Hussein, den ihr schon kennt aus dem Kölner zeigt mir Köln Video, zeigt mir heute einen Friseur. Ich wünsche euch viel Spaß in diesem Video. I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let them take my soul. Es tut mir sehr leid, Leute, aber ich weiß nicht, wie man das hier ausspricht. Ich bin euch ehrlich. Agilite? Agilite? 93 Bewertungen, 4,8 Sterne, Neusser Straße 304. Falls er gut schneidet, dann habt ihr auf jeden Fall auch einen guten Friseur in Köln. Den Laden gerade schon von außen gesehen. Es macht einen sehr guten Eindruck. Wir schauen jetzt gleich mal rein. Ich warte noch. Es ist 54. Ich bin 6 Minuten zu früh da. Hüsschen wird gleich kommen, denke ich. Be my daddy. Was wir jetzt auf jeden Fall noch machen müssen, weil es immer so beim Friseur ist. Ich muss kurz Bargeld abheben. Schaut mal, wer da ist. Die Frage ist, das war auf jeden Fall gerade Hussein, die Frage ist, was ist das hier für eine Region? Ich glaube nicht. Ich glaube, da rechts. Bei mir eine halbe Stunde. Ciao, ciao. Das ist auf jeden Fall eine belebte Gegend hier, muss ich sagen. Hier gibt es Taksim Patisserie. Taksim ist dieser zentrale Platz in Istanbul, wo dieses geile Hotel ist. Ich habe den Namen vergessen, aber immer wenn ich in Istanbul bin, immer Taksim direkt so ein Hotel, so ein Tower. Billiges Hotel oder günstiges Hotel ist den Preis auf jeden Fall wert. Ich möchte produktiver werden und noch bessere Videos produzieren. Und da kommen wir zum heutigen Sponsor des Videos. Skillshare. Niemand würde das so sagen. Niemand. Fähigkeiten teilen mit anderen. Und da geht's schon los. Stell dir vor, du hast eine Reise geplant und du möchtest deine Urlaubsfotos mit deinem Handy aufs nächste Level heben. Damit die mal bessere Bilder macht als ich auf Instagram. Dann schreibst du in die Suchzeile iPhone-Fotografie. Dann werden dir direkt eine Vielzahl von Kursen vorgeschlagen. Ich selber habe auf der Seite ein paar Kurse angeschaut und bin auf Amelie ihren Kurs gestoßen, der in 26 Kurseinheiten unterteilt ist und eine Gesamtlänge von nur einer Stunde und 30 Minuten hat. Sie erklärt alles ziemlich genau und verständlich für jedermann und macht auch wirklich verrückte Bilder nur mit dem iPhone. Egal, ob du dich für Musik, Grafikdesign, Illustration, den Rest habe ich mir leider nicht auswendig merken können. Animation, Fotografie, Marketing. Du solltest fündig werden. Das Ganze ist werbefrei. Das heißt ungestörtes Lernen. Wöchentlich kommen neue Premium-Kurse dazu. Und natürlich gibt es alle Kurse mit deutschem Untertitel, den ihr unten rechts im Videofenster auf der Sprechblase anklicken und auswählen könnt. Es gibt aber auch komplette Kurse auf Deutsch. Noch nie war jemand so nah an der Kamera. Mir persönlich gefällt am besten, dass alles komprimiert auf der Seite zu finden ist. Man wird sicher auch fündig auf YouTube, aber da musst du halt stundenlang suchen. Und das ist verlorene Lernzeit. Die ersten 1000 Leute, die sich über den ersten Link in der Videobeschreibung anmelden, bekommen einen kostenlosen Probemonat. Somit überzeugt euch einfach selbst. Kuss geht raus an Skillshare und viel Spaß im weiteren Video, Freunde. Maschine! Es geht. Alles fit? Danke, bei dir. Klar. Sehr gut geht's mir. Ist der Laden hier, ja? Ja, ist der Laden, genau. Das ist der Ali. Ich bin einer seiner längsten Kunden schon seit geil, 15 Jahren bin ich schon bei dir. Ich schwöre, siehst du, so schnell geht's. So schnell habe ich deine Hilfe wieder gebraucht. Seht ihr das, Leute? Jetzt bin ich Kölner. Assalamu alaikum. Alim Salam, grüß dich mal lieber. Was geht's? Alles gut. Jetzt geht's nicht besser. Wie geht's bei dir? Alles super. Super, herzlich willkommen. Danke. Ja, ja, alles gut. Der macht den Espresso. Danke, Bro. Komm rein. Ja, sonst, Bruder, wie geht's? Wie steht's? Wie immer. Kurz sehr schön. Gearbeitet heute. Hast du heute gearbeitet wieder? Ja, ja. Okay. Ich war um 3 Uhr schon auf der Achse, Bruder. Ich bin ja früh aufstehen. Bei mir geht's. Bin nicht so der früh aufstehen. Ja, danke, Bro. Danke, Bro. Ich mach auf einmal meinen Laptop, mach so gut. Der geht nicht mehr an. Und bevor der mich dran nimmt, mach ich den Laptop nochmal auf und schau so, vielleicht geht er doch. Bro, in dem Moment geht er. Also, und jetzt funktioniert er, oder was? Ja, aus nichts. Wie spricht man den Namen? Egalité. Ganz Egalité, ganz okay. Ah, ich habe Gleichberechtigung so. Ah, okay. Ne, alle ja, ja, mit Egalité steht ja für Gleichberechtigung. Ah, hier ist jeder Kunde gleich. Also jetzt haben wir auf jeden Fall kapiert, was der Name bedeutet. Versteht ihr? Ist das deins oder meins? So, Ali, mein Bruder. Grüß dich. Grüß dich. Hi. Ich habe Folgendes vor. Bitte schön. Sie hat sehr gut geschnitten, aber okay, siehst du, hier ist sehr lichte. Also wir machen wirklich nur, also nur eine Fingerbreite, ganz low. Genau, ganz low hinten lassen wir. Also das hier, sehr, sehr gerne. Das auch nicht, sondern nur eine Linie einfach machen. Aha. Ich zeig dir mal auch ein Beispiel von mir selber. Aha. Ganz minimal und ja, am Nacken ganz minimal. Aber das am Nacken machen wir nicht, nur genau, vorne machen wir das. Genau, nur das will ich. Aktuelle Frisur nennt man der obdachlose Randy, wenn man das so sagen darf. Der Verschlafene. Aber schaut es euch jetzt einmal an und dann schaut es euch gleich an. Das wird ein Riesenunterschied. Yes.
Wenn nicht, dann Hüseyin, soll ich für dich einmal wechseln, bitte. Genau, siehst du hier, weil hier hat er mir so kurz gemacht. Etwas. Das muss noch weiter wachsen. Aha. Ich bin hier bei den Kuchen. Vielen Dank. Guten Rutsch, Herr Hauke. Bye bye. Bis zum nächsten Jahr. Du musst mich erst fühlen, wenn ich gut aussehe. Wie ist das Wetter in Wien eigentlich? Eigentlich ist es ein bisschen wärmer als in Deutschland. Ist das so? Ich weiß nicht warum, aber ja. Ferhat, bester Döner der Welt, sag ich dir ehrlich. Ist das so? Ja. Wenn du reinbeißt, wirst du verstehen, warum. Das sagen wir immer bei Haus des Döners auch immer. Haus des Döners habe ich noch nicht probiert, Bruder, aber ich weiß, dass er der Beste ist. Der kann Haus des Döners nicht mithalten. Okay. Das ist andere Welt. Das ist so richtig schöner Yaprak-Döner. Oh. Warst du schon mal bei Ramolo in Istanbul? Ja. So, der ist so hinter... So ähnlich wie seiner, ja? Ja, ein bisschen besser. Aha. Aber Bayramoğlu ist so meine Nummer 2. Okay, okay. Bayramoğlu in Istanbul finde ich sehr, sehr geil. Als jung war ich wollte immer Friseur werden. Ehrlich? Ja, ich finde es... Und ich wollte immer Elektriker werden. Und dann bin Warum ich Elektriker? Ja, das war so... Hat dich interessiert? Das hat mich interessiert, die Lampe zum Leuchten zu bringen. Ah, okay. Aber am Ende habe ich das geschafft, das zum Leuchten zu bringen. Aber trotzdem wollte ich was anderes machen. Geil. Das hat mir nicht so gut gefallen. Ich finde auch, dass Friseur so ein, wie heißt es, ein nicht wertgeschätzter Beruf ist. Weißt du, was ich meine? Das ist wirklich so, tatsächlich. Ich sag immer, das ist eine Kunst. Ja, genau. Jeder Daniel, grüß dich. Wir waren in Japan. Mhm. Ist schon, also der Preis ist schon ein bisschen, die verdienen ein bisschen besser dort. Okay. Aber Bro, die nehmen sich Zeit. Die schneiden 1,5 Stunden an deinen Kopf. Und die schneiden so präzise, das ist so crazy. Das war wahrscheinlich der beste Haarschnitt meines Lebens. Okay. Und das, was du mir eben gezeigt hast, ist das im Japan gewesen? Oder? Das erste, ja. Aha. Also unsere Leute in Köln, die wollen immer das beste Haarschnitt haben, ja. Aber auch so, dass es halt sehr fix geht. Viele Friseure, du weißt selber, du gehst hin und sagst, ey, ich möchte so, er sagt, ja, er hat dir nicht mal zugehört. Er macht das, was er macht einfach, was er in seinem Kopf hat. Ja. Und dann bin ich auch sauer, ich sag so, wie es ist. Natürlich, wenn man schnell arbeitet, dann kann man auch mehr Kunden schaffen, wie ist das? Verstehe ich auch. Ja, für das Geschäft ist das auf jeden Fall besser. Ja. Aber natürlich sollte man jetzt auch den Kundenwunsch nicht einfach vergessen so. Frisur, ich sag so, vielleicht ich finde meine Traumfrau jetzt. Ich hoffe es. Ich hoffe es für dich. Das kann schon mal weg, mein Lieber. Dankeschön. Es geht einen Moment. Leute, ich sage euch ehrlich, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Das ist der Haarschnitt, um meine Frau zu finden. Brand. Also Leute, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin auf jeden Fall komplett zufrieden. Kuss geht raus an Ali. Ich habe euch alles unten verlinkt. Wenn ihr mal einen guten Friseur in Köln braucht, könnt ihr hier vorbeischauen. Ich danke dir. Viel Erfolg, viel Spaß. Ne? Danke euch. Alles Gute. Danke, danke. Wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns bald wieder. Ihr wisst, was das heißt. Randy, Köln, guter Haarschnitt, gefährlich. Okay, Maximum mein Bruder. Fresh. Ich danke mal wieder dafür, dass du meinen Arsch gerettet gerne, hast in Köln. Gerne. Kuss geht raus und wir sehen uns die Tage. Hallo. How are you? Zeig ich mal. 1 bis 10. Doch, das ist echt schön geworden. 9 würdest du der ganzen Frisur geben? Ja, 8, 9, ja. Okay. Was sagt ihr, Leute? Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Kuss geht raus. Sehr, sehr lecker. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, liebe Grüße aus Köln. Guten Rutsch. Peace.